indem wir über eine Nachrückung und ein Ausscheiden einer Stadträtin und ein Nachrücken einer Ersatzperson abstimmen. Ich darf mal fragen, wer dem Beschlussvorschlag zustimmt. Dem bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja. 61 Ja, keine Nein, eine Enthaltung. Damit ist das so beschlossen. Und damit darf ich den neuen alten Stadtrat Herrn Dietmar Hasler nach vorne bitten und zur Verpflichtung. Bevor du dich setzt. Also, ich darf die Verpflichtungsformel, wie wir das ja schon kennen, verlesen. Meine Dietmar Hasler müsste es auch mittlerweile mehrmals sehr aktiv miterlebt haben. Insoweit nichts Neues. Ich gelobe, die Verfassung, Gesetz und Recht zu achten und zu verteidigen, meine Pflichten nach bestem Wissen und Gewissen uneigennützig und verantwortungsbewusst zu erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber allen zu üben. Außerdem gelobe ich, die Rechte der Landeshauptstadt Dresden gewissenhaft zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohnerinnen und Einwohner nach Kräften zu fördern. Und Sie dürfen das bestätigen mit Ich gelobe es. Ich gelobe es. So, dann dürfen wir das mit Handschlag besiegeln. Und dann darf ich noch um die Unterschrift bitten. Und dann gibt es das wichtigste Instrument, um mich abstimmen zu können. Dass man noch kurz ein paar Worte verliert. Ich erlaube mir das einfach, dass ich hier vorne stehe, wieder hier vorne stehe, habe ich natürlich auch meiner Familie zu verdanken und besonders meine Frau, die heute hier mit ist, möchte ich mich bedanken und das ist auch erwähnenswert. Wir sind 45 Jahre verheiratet. Vielen Dank, liebe Edda. Als zweites, wenn ich so das wieder höre und sehe, frage ich mich, wisst ihr eigentlich alle, warum ihr hier seid und für wen? Und für meine Person habe ich überlegt, wie kann ich das ausdrücken? Ich bin gebürtiger Dresdner und sage ganz einfach, ja, ich bin stolz, wieder Stadtrat zu sein. Und drittens, ich werde auch jetzt nicht so der große Redner sein. Ich bin ein Praktiker. Ich habe gelernt zu organisieren und mit Menschen umzugehen. Und wie das in der Praxis aussieht, das zeige ich heute. Denn ich möchte alle, ich betone alle, hier unten, die Vertreter der Presse, der Verwaltung, und ich hatte eigentlich mit mehr Leuten im Publikum gerechnet, gut, da kann ich nur sparen, denn ich lade alle in der Pause nebenan in den Festsaal ein, kurz vor Weihnachten, auf einen Glühwein, auf eine Tasse Glühwein, alkoholfrei und alkoholisch, je nachdem, wie Sie möchten. Das ist mein kleiner Start für heute. So, dann nochmal ein herzlich willkommen, wie gesagt, mit dem frisch vereidigten Stadtrat. Wir machen weiter in der Tagesordnung, sind bei dem Tagesordnungspunkt 2 der Bekannten.